Moin, herzlich willkommen zum zweiten Adrint-Webinar des LKV Niedersachsen. Schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen. Wir haben eine recht hohe Beteiligung wieder. Wir haben viele Anmeldungen, um die 80 Anmeldungen und viele sind bereits, die meisten, eingeloggt. Ich denke, wir warten noch kurz ein, zwei Minuten und dann starten wir auch durch. Ja, moin nochmal, herzlich willkommen für die, die jetzt noch dazugekommen sind. Schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen für die Seminar. Wir werden es so gestalten, dass Renke Garrels heute den fachlichen Teil wieder übernehmen wird. Nebenan in meinem Nachbarbüro hier in Leer sitzt noch Dieke Heimann und Kollegen und die stehen dann für den technischen Support zur Verfügung. Falls es irgendwo noch Probleme gibt, irgendwo Probleme auftauchen, können Sie gerne uns anrufen unter der Telefonnummer, die unten in der E-Mail angegeben ist. Mein Name ist Ernst Bohlsen und ich werde das Ganze ein bisschen moderieren und im Laufe des Vortrags die eingehenden Fragen sammeln und dann zwischendurch mal in einer Fragerunde unterbrechen und die Fragen weitergeben. Benutzen Sie dafür gerne unten das Symbol für F und A. Das ist unten am unteren Bildschirmrand. Da können Sie dann gerne Fragen stellen, die sammeln wir und geben sie dann zwischendurch während des Vortrags weiter. Ja, nun wollen wir aber auch gleich starten. Renke, du darfst gerne übernehmen. Ja, auch von meiner Seite ein Moin und herzlich willkommen zum zweiten Netrend Online Seminar. Mein Name ist, wie gesagt, Renke Garrels. Ich habe schon das erste Seminar vortragen dürfen vor 14 Tagen. Wir haben uns intensiv damals mit den Aktionslisten und dem Erfassen von Daten beschäftigt. Und heute werden wir uns eher mit den Stalllisten und den Funktionen von Filtern und Sortieren auseinandersetzen. Das ist natürlich das Ziel einer EDV-gestützten oder eines EDV-gestützten Managementsystems, aus solchen Listen über Filtern und Sortieren mehr Infos herauszukriegen. Das haben wir heute vor. Wir haben ein paar mehr Punkte als vor 14 Tagen. Also fangen wir mit allgemeinen und einer klassischen MLP-Auswertung an. Zwischendurch werden wir wieder eine Fragerunde reinschieben. Dann werden wir das Projekt Q-Wert und den Euter-Gesundheitsbericht einmal näher erläutern und dann noch kurze Ausblicke geben auf die Netrin-Mobil-App oder für die, die es interessant sein könnte, das Programm Herde Plus. Für das heutige Seminar haben wir mehrere Betriebe in die Präsentation reingeholt, dass wir auch was zum Auswerten haben. Also bitte nicht verunsichern lassen, wenn die Tierzahlen in der Präsentation deutlich schwanken. Es sind verschiedene Betriebe, die wir hier beackern, um dann auch realistisch eine Auswertung darstellen zu können. Diese Grafik kennen Sie schon aus dem ersten Seminar. Die Daten liegen alle beim VOT, sei es KB-Daten, sei es MLP-Daten oder auch die HIT-Daten sind gesammelt beim VOT gespeichert. Dann ist es ein leichtes, aus diesen Daten ein Managementprogramm zu machen. Das ist eben das Netrind MLP. Einfach ein online-basiertes Programm. Bei uns ist es mittlerweile so, es ist die Alternative zum Zwischenbericht. Grundsätzlich ist innerhalb der MLP-Gebühr eines dieser beiden Datenbereitstellungssysteme, entweder Papier oder Netrin, in den MLP-Gebühren enthalten. Zusätzlich zu diesem Netrin MLP gibt es die mobile Variante auf allen Android-Smartphones,
hier abgebildet noch die etwas ältere App. Nachher werden wir noch mal einen Blick auf die neue App werfen. Dann haben wir das Projekt Kuvert. Da werden wir auch noch mal näher drauf eingehen. Ein Projekt, das die Wertigkeit einer Kuh beschreibt. Ganz interessant zu gucken, wo oder wie habe ich noch ein bisschen mehr Potenzial, beziehungsweise welche Kuh lastet den Startplatz besser aus. Dann ist es natürlich möglich, über NetRind auch Beratern oder Tierärzten Zugriff auf meine Daten zu gewähren. Da gab es letztes Mal ein paar Rückmeldungen aus dem ersten Seminar, darum möchte ich das nochmal gleich kurz anschneiden. Wir haben die Möglichkeit, eine Brutaktivität SenseHub zu koppeln. Das ist einfach ein schönes Tool. Dann brauche ich in SenseHub keine Daten mehr selber pflegen. Jede Kalbung, jede Besamung, jede TU kommt automatisch dort rein. Und ich brauche da nichts mehr für pflegen. Und die Kopplung, das ist noch ein Unikat, muss man dabei sagen, ist im Moment kostenlos. Oder so wie es jetzt ist, ist sie kostenlos. Aufgebaut werden kann das Programm aber weiterhin noch um Projekte, zum Beispiel wie NetRind Genom, das von den Herdbuchorganisationen angeboten wird. Diese Anmeldemaske kennen Sie. Man kann sich für NetRind auf verschiedene Wege anmelden. Einmal über die Homepages Ihres LKV oder MKV, Mittelweser, Elbeweser oder eben Weser-Ems. Oder über die Homepage www.netrind.de. Ich habe die Möglichkeit, hier mich über die EU-Nummer und den HIT-PIN anzumelden oder eben über die E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort. Dann kommen wir auch schon ins Programm. Heute beschäftigen wir uns einmal mit den Stalllisten. Das ist der erste Button. Da mal gucken, wie wir da mit den gesetzten Filtern oder den Köpfzeilen bearbeiten können. Dann werden wir die Managementlisten ein bisschen näher betrachten. Für die MLP-Auswertung werden wir noch hier in den Bereich der MLP gehen. Und unter dem Maulschlüssel, das ist jetzt das Erste, was wir machen werden, nochmal erläutern, was wir mit den Lesezugriffen oder wie wir die Lesezugriffe verwalten können. Wie gesagt, wir arbeiten mit reellen Daten und aus Datenschutzgründen muss ich das hier alles ein bisschen schwärzen, aber so sieht es ungefähr aus. Unter dem Reiter dem Maulschlüssel und Lesezugriffe, wenn ich dort draufklicke, sehe ich, welcher Berater auch mit Namen Zugriff auf meine Daten hat. Ich habe die Möglichkeit, über diesen Button löschen, dann diese jeweiligen Berater zu oder die Zugriffsrechte zu entnehmen. Andersrum kann ich natürlich auch über neu einen neuen Berater hinzufügen. Dann brauche ich von diesem Berater, der muss beim VOT als NetRind-Berater angelegt sein, diesen Beraterschlüssel, der fängt immer an mit 32 99 00 und dann eine Zahl dort hinter. Diese Nummer können Sie selber eintragen und dann hat der Berater Zugriff auf Ihre Daten. Wohlgemerkt sind es dann Lesezugriffe, keine Schreibrechte. Die müssen gesondert bereitgestellt werden. In den meisten Fällen ist es bei den Beratern noch so, dass wir über Einverständniserklärung dann die diese Zugriffe hier von Leos einrichten. Das heißt, der Berater hat vorgefertigte Schreiben, die muss vom Landwirt ausgefüllt sein. Die kommen bei uns nach Leo und dann richten wir das ein. So ist der normale Gang der Dinge. Kommen wir aber zu den Stalllisten. Das ist oben links der erste Button. Ich gehe mal auf die Stammdaten. Hier in diesen Stammdaten sind alle Tiere enthalten. Die Kopfzeilen sind fest oder sind starr. Also ich kann es nicht hier ein- und ausblenden, sondern diese Kopfzeilen sind fest.
In den Stammdaten sind alle Tiere enthalten. Über den Status kann ich aber bestimmte Tiergruppen ein- und abwählen. Standardmäßig sind die Kühe bzw. die trockenen Kühe, also aktive Kühe und die trockenen Kühe, angehakt. Diese Filter, das sind diese gelben Filter neben den Kopfzeilen, also beim Status kann ich auf den gelben Filter draufklicken und dann kann ich diesen Status vielleicht ändern auf Kuhkälberfersen, sodass ich alle Jungtiere im Bestand habe. Und dann gibt es natürlich noch weitere Filter. Ich bin jetzt hier einfach mal auf Hornstatus gegangen und habe mir dann ausgewählt alle Tiere, die ein klein P haben. Das heißt hornlos. Es ist natürlich diese ganze Hornlos-Geschichte relativ schwer zu fassen, gerade wenn die Tiere nicht typisiert sind. Spätestens wenn Mutter ein Groß P hat und der Vater ein Groß P hat, weiß man nicht mehr, was hat das Kalb, es sei denn, es ist typisiert. Eine Erklärung zu diesen ganzen Faktoren finden Sie auch unter dem Button Hilfe. Jetzt habe ich aber einfach mal die weiblichen Jungtiere angeklickt und alle, die ein Groß P haben, das heißt hornlos sind. Und dann habe ich jetzt schon bei mir in der Stammdatenliste mein komplettes Jungvieh, die irgendwo ein großes P haben. Das ist natürlich, so kann ich relativ einfach mit den Stammdaten meine Tiere sortieren. Es gibt natürlich noch viele andere Funktionen, wie ich sortieren kann, aber das ist eigentlich eine ganz nette Möglichkeit, meine Tiere zu filtern. Noch einen Filter möchte ich Ihnen zeigen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten diesen Filter noch nicht gesehen haben. Ich bin jetzt in der Liste Probemelken Ergebnis und klicke auf den Filter Ohrmarke, auf diesen gelben Filter. Grundsätzlich sind beide Haken gesetzt. Ich habe jetzt mal einen Haken rausgenommen. Das ist, man muss ein bisschen genau hingucken. Einmal heißt es zuchttaugliche und das andere sind zuchtuntaugliche Tiere. Das sind die ZU-Tiere bzw. die, die gelb hinterlegt sind. Wähle ich jetzt die zuchttauglichen ab, dass nur noch die zuchtuntauglichen angewählt sind und auf den kleinen grünen Haken gehe, werden mir alle markierten zuchtuntauglichen Tiere angezeigt. Im Prinzip ist das eine Schlachtkuhliste. Wenn ich das im Probemelkenergebnis mache, kann ich hier ganz beliebig einfach nach Milchkilogramm sortieren und sagen, diese Tiere oder das sind die Tiere, die jetzt bald weg können. Das ist immer das gleiche Szenario. Okay, dieses Jahr vielleicht mit Corona etwas anders. Aber im September fallen normalerweise die Schlachtkuhpreise, dass wenn der Herbst kommt und die Tiere reinkommen und die meisten Schlachtkühe abgeliefert werden, dass dann die Preise in den Keller gehen. Kann man natürlich schon im September sagen, ich verkaufe jetzt ein bisschen früher meine Schlachtkühe, sortiere nach Milchkilogramm und die Tiere können dann reißen. Hier sind natürlich auch Milchtage dabei. Natürlich müssen die Tiere dann auch fähig sein oder die 300 Kilo halten. Kommen wir dann weiter zur MLP-Auswertung oder die Möglichkeit, wie man MLP auswerten kann. Wir haben alle 4 bis 6 Wochen eine MLP und dementsprechend muss ich auch etwas mit den Daten machen. Und das sind natürlich absolut die Vorteile der EDV, dass wir diese Daten filtern und sortieren können und deutlich schneller und deutlich besser analysieren. Ich bin jetzt einfach auf diesen ersten Button und zeige einfach mal so, wie ich nach der MLP mal einen Betrieb auswerte oder wo ich Wert drauf lege. Als erstes gehe ich immer auf den MLP-Bereich und lasse mir die PM-Durchschnitte anzeigen. Hier habe ich jetzt alle Prüfmonate chronologisch aufgeordnet, die Anzahl der Kühe dabei, die Milchmenge im Stall und Milchkilogramm gemolken. Das heißt, das sind alle Tiere und das sind alle gemolkenen Tiere. Wichtig, den Laktationstag dabei, Fetteiweiß, Harnstoffzellzahl, Milchkilogramm bzw. die Veränderungen. Erster Blick natürlich immer auf die Milchkilogramm.
Die Milchkilogramm aber immer im Verhältnis setzen zu den Laktationstagen. Und dann fällt hier schon ganz, ganz deutlich auf, die Milchmenge ist zum Vormonat fast gleich geblieben. Aber die Laktationstage sind um 25 Tage runtergegangen. Und wenn die Laktationstage runtergehen, muss die Milchmenge deutlich hochgehen. In diesem Fall würde ich behaupten, da hätten 2 Kilo mehr stehen müssen. Was sagt uns jetzt? Wir haben die Milchkilogramm sind gleich geblieben, aber die Situation hat sich nicht verbessert. Warum ist das so? Was wir natürlich sehen, ist hier auch im Verlauf, Fett ist ein bisschen angestiegen, Eiweiß ist ein bisschen gesackt, Harnstoff ist mit 113 sehr, sehr niedrig im Verhältnis zu den vorherigen Monaten. Und wir sehen auch hier ganz eindeutig, die Zellzahl ist jetzt bei 313 so hoch, wie sie lange nicht war. Und deutlich über dem, was wir eigentlich wollen. Veränderung Milchkilogramm ist natürlich auch hier immer im Verhältnis zu dem letzten MEP des Vorjahres. Das heißt, diese MEP im Verhältnis zu der September-Kontrolle aus 2019. Mein zweiter Blick geht dann in den gleitenden Durchschnitt. Wo bin ich jetzt im Jahresschnitt? Jetzt steht bald der Jahresabschluss an. Das heißt, das kommt schon ungefähr mit dem Jahresabschluss hin. Aber auch im März, April, dann, wenn der Jahresabschluss weit weg ist, rechnen wir hier einfach die letzten 12 Monate zurück. Und wo wäre ich denn jetzt mit meiner Leistung? Und auch hier sehen wir, wir sind eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast. 10.000 Kilogramm sind wir jetzt hier im Schnitt. Die Inhaltsstoffe sind deutlich höher im Durchschnitt über die letzten 12 Monate. Fett, also bei Fett ist es höher, bei Eiweiß ist es ziemlich gleichbleibend. Und dort sehen wir natürlich auch die Veränderung, aber die Veränderung auch eben zu der letzten oder zu der Kontrolle von vor 12 Monaten. Um die MEP genauer auswerten zu können, gehe ich immer gerne auf die Stalllisten und dort auf der Probemengen Harnstoffbrechen. Nach der MEP ist für mich die Fütterungsauswertung essentiell. Das ist für mich einfach das Wichtigste. Und da möchte ich jetzt nochmal gucken, was ich da machen kann. In dieser Liste haben wir für mich oder für meine Verhältnisse die Zahlen und Daten, die ich zu einer ordentlichen Auswertung brauche. Ich habe einfach den Status, aktive Kuh, trockene Kuh. Die Laktation kann ich filtern. Und ich habe hier die Milchtage auch mit Filter. Dazu habe ich Milchkilogramm, Fetteiweiß, Harnstoff und den Fetteiweißquotient. Ganz wichtig, ich habe unten die Summe, beziehungsweise also die Summe ist nicht ganz richtig, den Durchschnitt der Tiere. Das heißt, die Milchmenge der Gruppe, die hier angezeigt wird. 30,9 Kilogramm, 4,55 Fett, 3,39 Eiweiß und 114 Harnstoff. Beziehungsweise ein durchschnittlicher Fett-Eiweiß-Quotient von 1,3. Wir merken uns jetzt einfach mal diese 30,9. Fett ist hier mit 4,55 relativ hoch, Eiweiß mit 3,39 relativ normal. Harnstoff würde ich eher befürchten, etwas zu gering. Als nächstes gehe ich hier beim MTG, also Milchtag, auf den gelben Filter und klicke die Kühe der 30 Tage an. Das soll mir alle Tiere angezeigt werden, die 30 Tage in Milch sind. Wohlgemerkt zum Zeitpunkt der MEP. Einmal anklicken und dann auf den grünen Haken und dann habe ich alle meine frischen Tiere. Nicht verwundern, es sind auch bei dieser Auswahl die trockenen Kühe da mit dem Tag 0. Alle Ergebnisse haben, also größer als 5 Tage nach Kalbung. Von denen haben wir ein Ergebnis und daraus resultiert auch die Summe. 2 wichtige Dinge. Die Milchmenge der frischen Kühe muss über dem Schnitt der gesamten Herde sein. Das ist ein Muss. Das heißt, die frischen Kühe sind jetzt mit 33,6 im Verhältnis zu gerade 30,9. Also ist das der Fall, sie sind höher. Was ich aber auch sehe, diese Kühe sind mit 4,85 im Fett relativ hoch.
3,18 im Ei, was relativ niedrig, und im Harnstoff auch unter 100. Und was aber viel schlimmer ist und visuell deutlich schneller bemerkbar ist, ich habe hier bei den frischen Kühen, die untersucht worden sind, die Mehrzahl rot hinterlegt. Alle, die über einen Fetteiweißquotienten von 1,5 sind, das heißt Ketose verdächtig, werden hier rot hinterlegt. Alle, die Azidose verdächtig sind, werden blau hinterlegt. Ich mache das nochmal ein bisschen deutlicher und gehe bei Laktationen auf den Filter und nehme mal die Fersen raus, das heißt nur die Mehrkalbskühe. Und jetzt wird es noch deutlicher. Jetzt haben wir hier von 7 Tiere 5 mit Ketoseverdacht. Der erste Blick, der reicht schon, um zu merken, dass irgendwo hier gerade was schief läuft. Ja, man merkt das hier schon an den Inhaltsstoffen, aber das ist visuell deutlich sichtbar. Und wenn ich diesen Klick nach der MRP mache und sehe, da läuft gerade was schief, ich muss reagieren, Fütterungsempfehlung, was ja auch immer ich gerade mache, aber ich weiß, es läuft gerade nicht ganz rund. Schöner ist natürlich, wenn ich hier reinklicke und es alle nicht farblich hinterlegt, dann weiß ich, es läuft gut. Und das ruhigen Gewissens kann ich dann weitermachen. Aber hier ist es eben der Fall, dass es nicht so ist. Gehen wir mal weiter. Und jetzt sage ich, ich möchte die Kühe haben, Milchtag 30 bis 100. Und hier sieht es schon ganz anders aus. Hier sind wir bei Durchschnittsmilchkilogramm von 42. Also der Start bei diesen Kühen ist doch ein bisschen holprig, deutliche Ketose gefahren, da muss man vielleicht arbeiten, aber wir kriegen sie danach an Gang. Das ist also mit 42 Kilogramm, ich sage mal, wenn man 10.000 Liter melken will, muss hier eine 40 stehen, bei dem Milchtag 30 bis 100. Die normale Laktationskurve ist so, dass die Kuh bis zum, ja, ich würde sagen, 60. 70. Tag eigentlich eine ansteigende Laktationskurve hat. Nach Möglichkeit bis zum 100. vielleicht darüber hinaus die Plateauphase hält. Umso besser der Betrieb, umso höher die Milchleistung, umso länger die Plateauphase hoch. Das bedeutet aber auch, dass ich niemals die Kühe vom 30. bis 100. Tag unter der Leistung der 30-Tage-Kühe befinden darf. Das ist hier der Fall. Wir haben deutlich zugelegt. Jetzt würde ich sogar behaupten, wenn Sie mit 32 Kilogramm starten und 10 Kilo zulegen, das ist doch, der Start ist ein bisschen holpriger und da müssen wir dran arbeiten, dass wir die Kühe besser angacken können. Dann gehen wir mal noch einen Schritt weiter und jetzt nehmen wir mal die 100 bis 200 Tage Kühe. Ich habe jetzt den Filter gewählt, 100 bis 200 Tage und diese Kühe sind jetzt nur noch bei 31 Kilogramm. Und das muss ich wirklich sagen, in diesem Fall bitte nicht vernachlässigen, die Persistenz der Laktationskurve. Also wir sind hier mal gerade bis zum 200. Tag. Die Kühe melken ja noch bis zum 400. Tag. Das heißt, in der Mitte der Laktation sind wir schon fast auf Durchschnittsniveau. Also da bitte nicht vernachlässigen, die Persistenz kostet uns häufig sehr, sehr viel Milch. Da doch ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass wir die Kuh lange an Milch hochhalten. Wer es schafft, bei den 100 Tagen Kühe 40 Kilogramm, über 40 Kilogramm zu haben und hier auch noch Richtung 40 Kilogramm kommt, das sind solche typischen Herden, die doch an 11.000 Liter rangehen und auch lange persistent melken und dann keine Probleme verursachen. Das war so die Auswertung auf Herdenebene. Dann gehe ich einmal wieder in die Stallliste, Probemelken, Ergebnis. Da sind alle Kühe aufgelistet mit dem aktuellen Ergebnis und den Veränderungen. Viele Landwirte klicken dann einfach auf Milchkilogramm, das ist die beste Kuh, ist er stolz. Wenn es das Ego stabilisiert, dann sei es mir recht. Was wir aber gerne machen, ist klicken auf Abweichung zum Vorgemelk bzw. zur Vor-MRP. Warum haben die Kühe Milch verloren? Diese Kuh hat zum Beispiel 17 Kilogramm Milch verloren, zuvor MRP. Jetzt kommen wir mal rechts rüber, die hat 4 Millionen Zellen. Ich glaube, da haben wir schon die Ursache gefunden. Wenn diese Kuh noch nicht auffällig war, dann ist es jetzt. Wir sehen auch die Veränderung, also die hat deutlich
Vorher war sie auch nicht niedrig, aber sie hat um 3 Millionen Zellen dazugelegt. Also da liegt die Ursache für den Milchfluss. Dann haben wir eine mit 12 Kilogramm verloren. Diese Kuh ist bereits 380 Tage in Milch. Ja, ich würde sagen, die geht Richtung Trockenstellen, also mache ich mir nicht so viele Sorgen. Aber die dritten und vierten Kühe, die dritte und vierte Kuh, einmal 11 und einmal 9 Kilogramm verloren. Und diese sind gerade um den 100. Laktationstag. Und in diesem Stadium, haben wir gerade gesagt, wollten wir eigentlich noch keine Milch verlieren. Da das ist die Plateauphase der Laktation. Diese Tiere haben vorher 50 Liter gegeben, das ist also ungefähr 30 Tage her, und haben jetzt schon 10 Kilogramm verloren. Zellzahl ist in Ordnung. Das würde ich jetzt mal behaupten, die beiden Tiere sollte man mal checken, was ist damit. Wenn ich diese wieder auf Trab kriege, wieder fit kriege, wieder an Milch kriege, dann habe ich schon sehr schnell sehr viel Geld gewonnen. Es geht hier in erster Linie aber nicht, diese Kuh wieder an Milch kriegen, sondern dass wir diese Kühe zukünftig wieder tragen kriegen. Alle, die in einer negativen Energiebilanz sind, was ja anscheinend der Fall ist, sei es, ob sie aus einer Azidose oder einer Ketose gefallen sind oder weil sie lahm sind oder was auch immer, diese Tiere wieder tragen zu kriegen, das ist das Grundprinzip. Also wenn diese jetzt noch 100 Tage braucht, bis zum Tragen werden, dann kriegen sie zum Ende der Laktation, ich sage jetzt mal, einen dicken Hintern und machen in der nächsten Laktation wieder Probleme. Das Ziel ist, diese jetzt fit zu kriegen und dann wieder schnell tragend zu bekommen. Einmal ist der Klick nach Milchkilogramm Abweichung, aber wir können auch noch einen weiteren Klick machen, und das mache ich auch immer gerne, nach dem Fett, Prozent Abweichung oder beziehungsweise welche Kuh hat mit Fettprozent zugelegt, also potenziell ketoseverdächtige Kühe. Hier oben sind wir bei der Kuh. Hat 11 Kilogramm zugelegt und Fett zugelegt. Da mache ich mir keine Sorgen, weil Fett zugelegt und Milchkilogramm zugelegt hat nicht viel verloren. Bei der zweiten Kuh sind wir hier im Laktationstag 350, also das ist, geht Richtung Trockenstellen. Weil ich gehe dann lieber gerne hier bei den Milchtagen runter und gucke, wo ist hier eine Frische. So, diese Kuh hier 100 Tage in Milch, also die 50, 100 Tage in Milch, 5 Kilogramm Milch verloren und Fettzuwachs. Dieses Kuh ist in einer Ketosegefahr. Gerade zum 100. Tag. Oder wenn ich eine weiter runtergehe, hier ist wieder diese Kuh, die 80, die wir gerade schon am Wickel hatten. Milch verloren, Fettzuwachs. Also die beiden Klicks lohnen sich. Milchabweichung, welcher hat am meisten verloren? Oder in Kombination sogar mit Fettprozent Zuwachs. Dann findet man Einzeltierfälle, die wir vielleicht wieder fit kriegen müssen, damit wir diese Laktation super beenden. Zur MLP-Auswertung gehört natürlich auch immer die Zellzahlauswertung. Hier jetzt in der Liste Probemengen Zellzahl. Sortiert sind die standardmäßig nach der letzten MLP-Zellzahl, die höchste ganz oben. Man kann auch draufklicken, dann ist die niedrige ganz oben, dann ist das ganze Bildschirm etwas blauer und sieht nicht so negativ aus. Wir können aber auch hier oben bei Minimum und Maximum die Farbgestaltung auswählen. Wenn ich das nicht so gern mag, dass es rot ist, dann mache ich hier bei Maximal Rot, stelle ich eine Million ein, dann werden nur die Millionäre rot angezeigt. Sieht schön aus, bringt aber nichts. Andersrum kann ich natürlich das Minimum auch blau hinterlegen, dann hier auf 50 oder auf 100 setzen, je nach Belieben. Wir haben einmal die Zellzahl, aber auch den Index. Wenn ich nach dem Index sortiere, werden mir die Tiere angezeigt, die die meiste Zellen oder Zellzahl im Tank verursachen. Das heißt Milchkilogramm mal Zellzahl. Lassen wir diese beiden Kühe, wenn sie es nicht sind, aus dem Tank raus, also in die Kanne melken, haben wir am Tank über 35% weniger Zellzahl. Ich hoffe nicht, dass die Betriebe in die Bedrohung kommen, danach zu selektieren. Aber wenn es so ist, kann man es. Eine fürs Management deutlich angenehmere Auswertung ist, wenn ich auf das Vor-MLP-Zellzahl klicke und mir die obersten nach oben hole oder die von der Vor-MLP anzeigen lasse, welche dort am höchsten war, um zu sehen, was ist mit denen passiert. Wenn ich sie behandelt habe, war die Behandlung erfolgreich. Und das sehen wir in diesem Fall hier, diese war nach der Kalbung, dafür steht das Ausrufezeichen,
bei 600.000 und die Zählzahl ist nicht besser geworden. Dieses Tier war auch hoch, ist jetzt trocken. Auch hoch und jetzt ist es schlimmer geworden. Also hier muss ich sagen, die Behandlungsstrategie, wenn ich da Tiere von behandelt habe, ist nicht gerade erfolgreich gewesen. Das spricht jetzt nicht für oder gegen den Betrieb. Für mich geht es darum, meine Behandlungsstrategie zu überprüfen. Wenn ich behandle und die Strategie ist falsch, dann muss ich jetzt irgendwann wissen. Und das kann ich über diesen einfachen Klick machen nach der vorletzten MEP und dann gucken, was ist mit den Tieren passiert. Was wir natürlich auch sehen, dass viele von solchen, ja, ich sage jetzt mal latent erhöhten Zellzahlen jetzt deutlich erhöht worden sind. Also ich würde behaupten, in dem Betrieb ist es irgendwo so, rumort es so ein bisschen, vielleicht hapert es an der Boxenpflege oder an der Melkhygiene, dass er auf einmal so langsam die Zellzahlen hat. Als nächstes möchte ich gerne auf diesen Button gehen, aufs Management. Und da sehen wir schon im Hintergrund die Nährstoffversorgung, Harnstoff, Eiweiß. Ich glaube, diese Grafik kennen Sie alle. Ich glaube, es ist auch schon ein ziemlich eindeutiges Bild, dass hier die ganze Herde oder fast die ganze Herde ziemlich links abgedriftet ist im eher Proteinmangel beziehungsweise schon im Futtermangel. Das Schöne ist, ich kann hier auch eine Vor-MLP auswählen. Also ich hatte jetzt gerade die MLP vom September 2020. Kann mir aber auch die Vor-MLP auswählen, diese Juli 2020. Und da sah das schon deutlich besser aus. Ich kann mir auch hier alle Tiere anzeigen lassen oder bestimmte Tiergruppen. Diese ist jetzt eine Herde mit 70 Kühen oder knapp 70 Kühen. Da ist es noch recht übersichtlich. Aber wenn ich eine Herde mit 200 oder 300 Kühe und da irgendwann nur noch so ein dicker Fleck ist, dann ist es doch sinnig, nach den Tiergruppen zu sortieren. Das kann ich auch hier unten machen, indem ich einfach nur die Fersen anklicke oder die Mehrlacktiere. Da habe ich verschiedene Tiergruppen bei mir angezeigt. Zur MLP-Auswertung ist jetzt nicht so tagesaktuell, das ist so ein bisschen mehr systemgesteuert, gucke ich aber auch immer ins Management, Fruchtbarkeit, Kalbung, Nutzungsdauer. Als erstes steht hier die Zwischenkalbezeit. Ich bin kein großer Fan von der Zwischenkalbezeit, das sind die Kalbungen aus den letzten 12 Monaten und wie die Kühe 9 Monate vorher tragend geworden sind. Also im Prinzip ist diese Zahl schon Asbach-uralt. Der Betrieb steht hier bei einem Wert von 417. Ist da ungefähr auf der Höhe des Vergleiches im Regionalschnitt. Die 25% besseren Betriebe sind dort bei 408. Aber wie gesagt, das ist eine Zahl, die relativ alt ist. Ich gucke eher auf die Rastzeit. Und da steht der Betrieb mit einer Rast von 93 bzw. 94 im Schnitt relativ durchschnittlich da. Die 25% besseren sind bei 91. Was wir aber sehen, ist hier die Güsszeit. Das heißt, bis wann die Kühe tragend sind. Und das ist hier ein Wert von 160. Wenn wir da jetzt 280 Tage Tragezeit drauf setzen, sind wir bei einer zukünftigen Zwischenkalbezeit von 440 Tagen. Und das ist deutlich schlimmer. Also das heißt, mit diesen Zahlen Güsszeit und Rastzeit bin ich deutlich dichter dran am Fruchtbarkeitsgeschehen als mit der Bewertung über der Zwischenkalbezeit. Die anderen Zahlen, Non-Return, Zwischenbesammlungszahl, Besammlungsindex, Erstgabealter, Erstbesammlungsalter, Fersenkonzeptionsalter etc. können Sie sich selber, glaube ich, einbeurteilen. Dann nochmal in die Managementliste und Jahres- und Gesamtleistungen. Und dort möchte ich eigentlich nur auf die letzte Zeile drauf zugehen, und zwar die Gesamtleistung des lebenden Bestands beziehungsweise die Mehrzung der letzten 12 Monate. Der lebende Bestand aktuell der Tiere im Stall haben eine durchschnittliche Leistung von 28.000 Kilogramm. Die abgegangenen Tiere waren in diesem Zeitraum nur 6, das ist sehr gut, eine sehr geringe Remontierungsrate. Die Tiere haben 37.000 Kilogramm gegeben. Früher hat man immer gesagt, 30.000 Kilogramm
oder vor 10 Jahren hat man gesagt, 30.000 Kilogramm soll eine Kuh, die abgegangen ist, gegeben haben im Schnitt. Mittlerweile denke ich, die haben so einen weiten Zuchtfortschritt, dass hier auch locker eine 35 stehen darf oder muss. Was wir aber immer mehr machen, ist, wir gucken nach der Milchkilogramm je Lebtag. Vom lebenden Bestand bzw. vom abgegangenen Bestand. Und dort sollte beim lebenden Bestand mindestens eine 13 stehen und beim abgegangenen Bestand mindestens eine 15. Hier gibt es natürlich auch die Vergleiche zum Vorjahr bzw. Vergleiche zur gesamten Region. Gibt es zu diesem ersten Teil MEP-Auswertungen, so wie ich es gezeigt habe, an den Stalllisten und an den Auswertungsmanagementlisten bzw. an den ersten Teil der Einstellung allgemeinischen Fragen? Ernst, bist du da? Ja, ich bin hier. Also aktuell sind noch keine Fragen da. Sie können natürlich jetzt gerne Fragen stellen. Wir werden aber auch gleich zwischendurch nochmal wieder einen kleinen Blog einschieben, wo man Fragen stellen kann. Also Sie müssen sich jetzt schnell schreiben. Natürlich herzlich gerne. Ansonsten machen wir gleich nochmal wieder eine Pause und Sie können auch in Ruhe dann gleich, während Renke weiter informiert, Fragen stellen. Aber aktuell haben wir keine Fragen. Das ist auch schön. Dann war das gar nicht so schlecht vorgetragen, wenn keine Fragen haben. Ja, so würde ich es auch sehen. Aber man muss sich auch ein bisschen selber loben. Das war schon sehr gut. Kommen wir zum Eutergesundheitsbericht. Der Eutergesundheitsbericht ist 2015 vom DLQ entwickelt worden. Es ist eine Betrachtung der Eutergesundheit und mittlerweile für mich unerlässlich geworden. Die Zellzahl am Tank werden in erster Linie von den chronisch erkrankten Tieren, den ja, alten Tanken, verursacht. Wenn ich aber hohe Zellen habe und immer wieder mache, was weiß ich, ein neues Dipmittel nehme, Boxenkalke oder irgendwelche anderen Maßnahmen, und die Zellzahl am Tank wird nicht besser, heißt es nicht, dass meine Maßnahmen nicht funktionieren. Und das kann ich nämlich hier über den Eutergesundheitsbericht relativ schnell oder gut ausfiltern, wo das Problem ist. Es geht nämlich in erster Linie nicht um die chronisch Erkrankten, sondern weniger von diesen Tieren zu produzieren. Das heißt, weniger Neuinfektionen. Und wie kriege ich das raus? Das möchte ich gerne anhand des heutigen Gesundheitsberichts eben erklären. Als erstes die Zellzahlentwicklung, um einen Blick zu bekommen, was passiert eigentlich. Und hier ist aufgeteilt zwischen den Erstlaktierern und den Mehrlaktierern. Meistens sind die Erstlaktierer relativ unempfindlich und haben eine relativ gute Gesundheit. Das heißt, ziehen den Schnitt vielleicht ein bisschen runter. Dann haben wir noch die restlichen, die Mehrlaktiere. Und kann man hier in dieser Grafik schon sehen, zeitlich auf der zeitlichen Grafik oder chronologisch angeordnet, das ist die letzte MEP, dass es hier zum Schluss immer höher geworden ist. Also ich würde sagen, hier im Winter und im Frühjahr, ob es jetzt hier war oder hier war, ab dann ging es nur noch bergauf. Und das, wenn man die Fersen hier mal rausnimmt, wird das umso deutlicher, dass da irgendwo ein Trend passiert, der die Eutergesundheit belastet. Dann kann ich natürlich auch noch chronologisch sehen, wie viele Tiere habe ich in den verschiedenen Klassen. Einmal hier unten ist die Legende, bis 100.000 ist das blau-türkisfarbene, sage ich jetzt mal. Dann haben wir das orange 100 bis 200.000, dann die 200 und die 400.000. Das ist die letzte MEP und wir merken hier schon, die türkisfarbene, die werden nicht mehr, nicht, also richtig, richtig signifikant, aber wir merken schon, die werden nicht mehr oder werden weniger. Wenn ich auf diesen Balken klicke, dann habe ich hier rechts daneben die aktuelle Auflistung, wie diese Balken sich zustande, wie das zustande kommt. Das heißt, Tiere in der Klasse, wie viele Tiere sind da enthalten, prozentual. Und wenn ich auf den zweiten Balken draufklicke, also die vorletzte MLP, dann werden mir auch die Tiere aus der Vor-MLP angezeigt. Wie war die Situation damals? Wenn ich das noch, natürlich kann ich hier unten auch in der Legende oder in der Symbolerklärung
die einzelnen Tiergruppen ausklicken. Ich mache das jetzt mal einfach und lasse mir nur die 100.000 Zellenkühe anzeigen. Und dann sieht man doch, wenn man die anderen ausblendet, einen doch bisschen deutlicheren Entwicklung, dass die Kühe immer weniger geworden sind. Und dass das Problem der Zelter, die wir hier vielleicht im Bestand haben, nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern vielleicht schon ein bisschen länger rumort. Wir haben es gerade gesehen, auch so ab Februar, März oder März, April wurden die Zellzahlen höher. Und wir sehen auch hier, dass der Anteil der Kühe unter 100.000 Zellen langsam abnimmt. Dann haben wir den Punkt, der mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist, und zwar die Neuinfektionsrate in der Laktation. Das bedeutet für mich, wie viele Neu-Euterentzündungen bzw. wie viele Kühe haben die Grenze von 100.000 Zellen überschritten. Wir gehen davon aus, dass eine Kuh, die unter 100.000 Zellen ist, eutergesund ist. Eine Kuh, die über 100.000 Zellen in der MLP hatte, ist nicht grundsätzlich euterkrank, sondern wir sagen, die Eutergesundheit ist gestört. Aber sie hat irgendwo eine kleine Infektion oder eine kleine Störung durchgemacht, was es veranlasst hat, dass ihre Zellen diese Grenze überschritten hat. Ob es jetzt die Grenze von 100 oder 80 oder 120 ist, ist da in diesem Fall relativ egal, sondern es geht einfach darum, die Tiere zu zählen, die eine Entwicklung nach oben. Die Entwicklung, das heißt, das ist die türkisgrün, ist meine Neuinfektionsrate im Prüfmonat und das orange sind die Neuinfektionsrate für 25% besten Betrieb. Die Vormonate war ich immer besser als 25% beste Betriebe, aber jetzt in dem letzten Monat war ich schlechter. Was ist passiert? Neuinfektionen sagen das eine, aber wo passieren die Neuinfektionsrate? Dafür haben wir rechts diese Tabelle. Und dann sehen wir eigentlich etwas Ungewöhnliches in diesem Betrieb, dass viele Kühe in dem Bereich 300 Laktationstage dort Neuinfektionen haben. Normalerweise ist es so, dass wir eher im Bereich der 100-Tage-Kühe hohe Neuinfektionen haben, aber in diesem Betrieb ist es andersrum. Vielleicht ist es die Ursache der Melkanlage, dass die Altmelkerkühe zu hart ausgemolken werden, Probleme mit Hyperkeratosen haben oder Ähnliches. Wenn ich jetzt auf die Vor-MLP klicke, hier einfach auf diesen Balken der Juli-Kontrolle, dann kann ich das auch hier sehen. Auch hier ist das Gleiche, dass die Altmelkenkühe deutlich höhere Neuinfektionen haben. Das ist für mich schon eher ungewöhnlich, dass die Neuinfektion bei den Altmelkern höher ist als bei den Frischen. Natürlich sind hier gerade nicht die Riesenanzahl an Tiere dort, aber trotzdem ist das für mich ein Hinweis, wo ich nach der Ursache der Zellzahl Problematik suchen kann oder muss. Kommen wir zur Neuinfektions- und Heilungsrate der Trockenstehperiode. Das heißt, die Effizienz der Trockenstellphase. Hier werden die Kühe miteinander verglichen. Die letzte Zellzahl vorm Trockenstellen mit der ersten Zellzahl nach dem Kalben. Hat eine Kuh vorm Trockenstellen eine Zellzahl unter 100.000 Zellen und nach dem Kalben eine Zellzahl über 100.000 gilt es als Neuinfektion in der Trockenstehphase. Andersrum, wenn ich vor dem Trockenstellen eine niedrige Zellzahl hatte von unter 100.000 Zellen und vor dem Trockenstellen eine hohe Zellzahl hatte von über 100.000 Zellen und nach dem Kalben eine Zellzahl von unter 100.000 Zellen, dann habe ich eine Ausheilung der Zellzahl. Auch hier unten in der Tabelle kann ich das alles nachlesen zu dieser jeweiligen Kontrolle, indem ich da drauf klicke. Man sieht hier aber auch eine Tendenz, eine jahreszeitliche Tendenz, Abhängigkeit vielleicht von Weidehaltung oder Trockenstand, sind die Trockensteher drinnen oder draußen. Vielleicht kann man auch, wenn ich hier Probleme habe und dann Maßnahmen ergreife, wie zum Beispiel einen anderen Trockensteller oder ein anderes Trockenstellverfahren nehme, dann muss das hier besser oder schlechter werden. Genau wie bei der Neuinfektionsrate in der Laktation
wenn ich eine Maßnahme ergreife, sei es anderes Dippmittel, ich mache jetzt Boxenkalken oder ich nehme ein anderes Verfahren, dann kann ich das hier bei der Auswertung Euter Gesundheitsbericht, muss es einen Effekt haben. Die Neuinfektionsrate muss dann ab dem Monat dann weitergehend runtergehen. Ich kann hier jetzt dann auch mal die Heilungsrate ausklammern und sehe dann nur die Neuinfektionsrate und dann sehe hier auch eine Tendenz, dass es eher mehr wird. Ganz vergessen sollten wir die Mastitisrate aus der ersten Laktation nicht. Und das ist doch teilweise erschreckend, wie viele junge Fersen schon mit einer erhöhten Zellzahl in die Laktation starten. Fersen sind unser gutes Kapital, wo wir zukünftig noch ein paar Jahre von melken wollen und ein paar mehr Jahre melken wollen. Und wenn diese schon mit einer geschädigten Euter oder einer ungesäumten Euter in die Laktation starten, haben wir schon sehr, sehr viel Potenzial vergeben. Kein Betrieb wird hier auf 0% kommen. Das heißt, alle Pferden heute gesund in die Laktation starten. Das ist utopisch, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es gilt hier, ein niedriges Level anzustreben. Hier ist es 10%, das ist schon erstrebenswert. Aber man sieht schon, die durchschnittliche Mastitisrate der Pferden ist bei über 20%, Richtung 25% oder 22%. Denn das bedeutet, fast jede vierte Ferse geht schon geschädigt in die Laktation rein. Und da gilt es dann doch schon, wenn es hier extrem hoch ist, die Fersen irgendwo besser zu schützen in einer separaten Anfütterung oder irgendwelchen anderen Maßnahmen, um da die Ursache der Mastitiden in der Fersenaufzucht irgendwie gering zu halten. Ja, als letzten Punkt gibt es dann immer noch die chronisch erkrankten Tiere. Es ist gut zu wissen, aber da werden wir nicht mehr viel dran ändern können. Es geht einfach nur hier, wo ich immer drauf gucke, wie viele habe ich? Also die chronisch erkrankten Tiere mit schlechten Heilungschancen, nun nennt sich das. Und Anteil betroffener Tiere sind hier, das ist der Anteil Prozent, 3%. Die Monate vorher waren es 1 bis 2%. Das heißt, auch hier die Tendenz leicht steigend. Und hier unten ist dann die Liste an Tiere, die da enthalten sind oder die diese 3% ausmachen. Wir sehen hier alles, das sind alles ältere Kühe mit den Zellzahlen dahinter. Also das ist schon nicht so schön. Ich sage häufig, dieses Problem wird sich irgendwann biologisch erledigen. Kommen wir weg vom Eutergesundheitsbericht, sondern kommen wir zum Kuhwert. Der Kuhwert ist ein Projekt vom VET und der DSP Agrosoft. Im Prinzip sagt uns der Kuhwert, welche Kuh den einzelnen Stallplatz besser ausnutzt und welche Kuh diesen Stallplatz eben nicht so gut ausnutzt. Dafür werden die potenziellen zukünftigen Kosten der Kuh, wie zum Beispiel Futterkosten, Remontierungskosten oder Besammlungskosten, mit den zu erwartenden Erlösen, das heißt Milch, Kälberverkäufe, Schlachterlöse, verrechnet. Das heißt Ausgaben minus Einnahmen. Es ermöglicht uns, die Kühe in verschiedenen Laktationen und verschiedenen Laktationsstadien miteinander zu vergleichen. Unter dem Punkt Stallisten haben wir den Punkt Kuhwert. Darunter sind alle Tiere enthalten, sortiert nach dem letzten Kuhwert, der geringste ganz oben. Auf den ersten Blick sehen wir schon, Kuhwert hier, das sind viele ZU-Kühe, da braucht es nicht viel, um zu wissen, dass es Schlachtkühe sind, beziehungsweise wenn ich hier eine Kuh sehe, vierte Laktation, 14 Monate in der Laktation und sie hat keinen Kuhwert 2, das bedeutet, sie ist TU minus. Das weiß jeder, dass dies eine Schlachtkuh ist. Der Kuhwert ist eine sozusagen eine Vorausberechnung, sondern oder eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wenn eine Kuh in der ersten Laktation 5 Besamungen bis zur Trächtigkeit braucht, dann gehen wir davon aus, dass sie auch in den Folgelaktationen mehr Besamung braucht, um tragen zu werden. Das hat natürlich den Effekt,
hohe Besamungskosten und die Laktationskurve wird langgezogen. Das heißt, ich habe im Endeffekt mehr von diesen Altmelktagen, die unlukrativ sind. Dazu kommen natürlich andere Faktoren wie Futterkosten, aber auch Schlachterlöse bzw. die Milchleistung. Wenn das natürlich ein Tier ist, so wie dieses Tier, ist noch gar nicht so lange in Milch, aber hat eben eine sehr geringe durchschnittliche Milchkilogramm. Deswegen fällt dieses Tier relativ schnell bei dem Kuhwert raus. Es ist ja eine Wahrscheinlichkeitsberechnung und man muss ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für bekommen, wie man dieses einsetzt und wann man das einsetzt, um seine Kühe miteinander zu vergleichen. Man muss natürlich auch so ein bisschen mit beachten, wenn man sehr viel Zuchtvieh hat, heißt Fersen zum Verkauf, dann muss man das ein bisschen anders beurteilen. Rot markiert sind alle die Tiere vom Kuhwert rückwirkend oder vom Kuhwert markiert, für die es in den nächsten 3 Monaten eine Ersatzferse zur Verfügung steht. Von dicken Daumen würde ich jetzt mal behaupten, die sind 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 Tiere ungefähr, die rot markiert sind. Das heißt, in den nächsten 3 Monaten stehen ungefähr 18 Tiere oder so um den Dreh Tiere zur Remontierung zur Verfügung. Es gibt den Kuhwert 1, das ist der aktuelle Kuhwert. Und dann gibt es den Kuhwert 2. Alle die Tiere, die kein Kuhwert 2 haben, sind aktuell TU-. Das heißt, es gibt keine Alternative. Weil der Reproduktionsstatus hat den größten Effekt auf den Kuhwert. Ist ein Kuh tragend und hat eine Besamung und die Besamung ist länger her, hat das einen positiven Effekt. Die Kuhwert 2 beschreibt es aber dann, wie zum Beispiel, wenn sie dann nicht mehr tragend wäre. Zum Beispiel hier ist eine sehr, sehr große Differenz. Was macht die Differenz aus? Das ist jetzt eine trockene Kuh, nicht sehr hochleistend, dementsprechend auch im Trockenstand schon lange in der Laktation. Aber diese hat nur einen Kuhwert von 1400. Wenn diese trockene Kuh jetzt nicht tragend wäre, das wäre natürlich für jeden Landwirt normal, nicht schön, wäre der Kuhwert automatisch gleich absolut tief, also 2000 weniger und dann wäre das, würde die Kuh ziemlich weit nach oben schnellen und dann nicht mehr lukrativ sein. Bei solchen Tieren ist es natürlich relativ einfach, das zu beurteilen. Deswegen haben wir den Kuhwert auch auf die Trächtigkeitsuntersuchungsliste gesetzt, hier Kuhwert 1 und Kuhwert 2, um möglichst eine frühe Betrachtung zu haben, wann lohnt sich das, diese Kuh noch mit dieser Kuh weiterzuarbeiten oder nicht. Nach dem Kalben wird entschieden, sie soll weiterkommen oder nicht. Wenn sie das Euter nicht mehr für 2 Jahre hält, dann sage ich jetzt nach dem Kalben, okay, du sollst jetzt nicht mehr besamt werden, du bist quasi ZU. Aber die zweite Möglichkeit ist eben immer nach der Trächtigkeitsuntersuchung. Wenn die Kuh TU- ist, was ist mit dem? Und darum ist auf der Trächtigkeitsuntersuchungsliste auch der Kuhwert mit drauf. Und dann sehen wir hier unten zum Beispiel eine Kuh oder 2 Kühe, die 144 oder 617. Wenn diese Tiere jetzt bei der Trächtigkeitsuntersuchung negativ sind, haben die den Wert von nur noch 1500. Und wir haben gerade gesehen, die Grenze war, dass wir rot hinterlegt waren, auch irgendwo bei 1500. Das heißt, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll, mit diesen Tieren weiterzuarbeiten. Wir merken, sie zwenden, sie haben ein gutes Leben, sie werden dick und gehen dann irgendwo mal für gutes Geld zum Schlachter. Und wir schmeißen da kein Geld für die Fruchtbarkeit mehr hinterher. Das war jetzt ein langer Block, ein ziemlich intensiver Block über den Euter-Gesundheitsbericht und Kuhwert. Es ist ein spannendes Thema, aber auch ein komplexes Thema. Ernst, sind da schon Fragen zu oder aus dem ersten Teil noch Fragen? Ja, also Renke, es scheint, dass du wirklich gut erklärst und so kann ich es auch bestätigen. Es sind keine Fragen bis jetzt da. Von daher kannst du gleich wieder weitermachen. Sie haben immer noch genügend Zeit, Fragen zu stellen. Wir machen ja noch weiter. Aber momentan, nach den bisherigen Blöcken, haben wir aktuell keine Fragen. Aber wir können ja auch gleich zum Abschließen noch diskutieren. Okay. Dann machen wir weiter. Die Zeit ist auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Ein kleiner Ausblick auf NetRent Mobil, die neue App.
beziehungsweise für die, die noch nicht genug haben, auf ein weiteres Herdenmanagementprogramm Herde Plus. Ja, so sieht es aus. Die App, die bald kommen soll, wird auch auf Android, neue Version. Die alte App ist jetzt schon, ja, muss ich sagen, 7 Jahre alt oder über 7 Jahre alt. Und für eine App ist das schon ein ziemlich hohes Alter. Dementsprechend wurde sie mal neu programmiert. Ein neues Layout, ähnliche Funktionen, diesmal mit einem Dashboard. Das heißt, die Aktionen stehen hier als Kacheln vorne auf dem Startseite. Das ist hier unten noch der Fall. Kann man sehen, ich bin jetzt auf dem Dashboard. Dann haben wir hier die Möglichkeit der Listengestaltung oder auch des Meldewesens. Das heißt, wenn eine Meldung geschickt wurde, sind die hier drinnen, beziehungsweise wenn irgendwas hinterlegt ist, blinkt hier auch ein Lichtchen auf, dass irgendwas zu versenden ist, beziehungsweise wenn es auch zum Beispiel ein Problem gibt. Natürlich, die Einstellungsmöglichkeiten sind auch da. Wer ungern mit diesem Dashboard arbeitet, geht hier auf den Reiter Alle und dort kann ich dann für alle Tiere alle Funktionen erstellen. Im Prinzip die schnelle Erfassung von Besamung oder schnelle Erfassung von Diagnosen relativ einfach hier. Ich gehe einfach mal in die Stallliste rein und auf ersten Blick für die meisten schon ein ganz anderes Layout, also die Tiere sind hier anders und ich habe hier Symbole hinter den Tieren. Dies ist natürlich ein Besamungszeichen, das heißt, das Tier ist besamt, ein Kreis, die Tiere sind offen oder ein Minus für dieses Tier, das ist schon Tio-Minus. Also auf den ersten Blick habe ich sofort den Reproduktionsstatus vor Augen in dieser Liste. Wenn ich dann in das Tier reingehe, habe ich natürlich verschiedene Reiter. Ich weiß jetzt, das ist jetzt die Q65, steht auf der Aktionsliste bei Kühen ist aktuell. Und dann habe ich hier verschiedene Reiter, Termine, Tierstamm, Zucht etc., alles was dazugehört. Und die kann ich wiederum aufklappen. In der alten App war es so, ich ging hinten auf das I und dann waren die letzten Aktionen ganz oben. Hier kann ich nach Themen sortieren, kann aufklappen und dann einfach danach suchen oder danach hingehen, wonach ich suche. Hier kann ich zum Beispiel die Kalbung aufklappen. Ich sehe hier, diese Kuh ist jetzt in der dritten Laktation. Die letzte Kalbung war von dem Samusbrunnen Granat. Das Kalb ist mit der Endnummer 99 drauf entstanden, weiblich. Aber auch ich habe hier zum Beispiel den Reiter Zucht. Und für alle, die bei der Typisierung mitmachen, Kuhvision oder Herdentypisierung, ist ganz interessant, wir haben jetzt auch die genomischen Zuchtwerte hier mit drin. Die Bonitur-Daten sind auch mit dabei und natürlich auch der Kuhwert. Ganz interessant, diese Daten jetzt auch mobil auf dem Handy oder in der neuen App mit dabei und immer in der Hosentasche. Wenn ich mehr Informationen will, gehe ich nicht auf diesen Pfeil, sondern ich gehe auf dieses Auge. Hier zum Beispiel bei Kalbung, da sehe ich die letzte Kalbung, das sind die gleichen Informationen wie hier. Aber hier werden mir dann auch die vorherigen Kalbungen mit angezeigt. Das gleiche bei den MRP-Ergebnissen oder bei den Gesundheitsdaten. Soviel zur neuen App. Habe ich jetzt nur mal ganz kurz und knapp vorgestellt, dass Sie mal einen Einblick haben, wie es schon aussieht. Jetzt haben wir schon eine Stunde, knapp eine Stunde über NetRind geredet. Für alle, die jetzt noch nicht genug haben, noch mehr Interesse haben, für die NetRind vielleicht nicht ausreicht oder noch wissbegieriger sind, noch mehr Auswertungsmöglichkeiten haben, möchte ich ja mal kurz in ein paar Minuten das Programm Herde Plus vorstellen bzw. mal anreißen. Das Programm haben wir bei uns auch mit dem Angebot. Im Gegensatz zu NetRind, das ein online-basiertes Programm ist, ist Herde Plus bei Ihnen auf dem PC installiert. Hat den Vorteil, dass ich es mit verschiedenen Techniken koppeln kann und nicht immer ins Internet muss. Hat natürlich den Nachteil, ich muss mich um Updates kümmern bzw. um den Service selber.
So kann es zum Beispiel auch sehen. Die Startseite ist individuell. Ich habe es jetzt einfach mal so hier reingestellt. Verschiedene Reiter. Ich kann mir das so einstellen, wie ich das haben möchte. Ich habe hier auch einen Kalender, den ich selbst generieren kann. Bestand mit verschiedenen Listen, die ich selber aufbauen kann. Arbeitslisten, auch zum Beispiel für eine Klauenpflege oder Trockenstellen nach Milchkilogramm etc. Ein riesigen Bereich der Analyse. Wer da Bock drauf hat, gerade mit Genomdaten oder mit MFV-Daten oder Fruchtbarkeitsdaten, Auswertung, Besamung, Besamer, Besamungstag etc., der kann sich da voll austoben. Einen großen Bereich des Info-Einzeltiers und auch noch weitere Auswertungen. Hier auf der Startseite haben wir zum Beispiel auch das Meldewesen. Das heißt, wenn ich hier Meldungen eingebe über dieses Programm Herde, zum Beispiel Kalbung, Abgänge, Zugänge oder für den LKV-Meldung zum Beispiel Trächtigkeiten oder wenn es hier und da mal vorkommt, eine Totgeburt oder auch neue Stallnummern für Fersen, können die zum LKV gesendet werden oder für Eigenbestandsbesamungsmeldung zum Zuchtverband. Diese Meldungen, das ist eigentlich das Prinzip von Herde Plus, gehen nicht nur an die offiziellen Stellen, sondern die gehen auch direkt in ein vielleicht auf dem Hof befindliches zweites Softwareprogramm, sogenannte Kopplung, zum Melkstand, zum Grundserkennungssystem oder ähnlich. Sei es da der Melkstand von Alpro mit Alpro oder GRC21, Herdmetrix, Delpro, LeliT4C, alle diese Programme können wir mit Herde koppeln und dementsprechend brauche ich die Daten nicht doppelt und dreifach eingeben. Das ist natürlich ein schöner Effekt und die sind auch so eingegeben, dass es für alle Regionalstellen hilfreich ist. Im Postausgang sehen wir alles, was versendet worden ist, beziehungsweise ich kann auch Daten übernehmen, aus dem Handy natürlich, aber auch aus verschiedenen Techniken, zum Beispiel in Brunstaktivitätssystemen. Ich habe eine Übersicht über die Gruppen, das heißt, ich kann verschiedene Gruppen einstellen. Schön ist auch, dass zum Beispiel die PCMEP, wie ich sie zum Beispiel auch für andere Systeme bekomme, zum Beispiel für C21 oder Alpro oder Delpro, muss ich die MEP immer runterladen, direkt ins Programm und ich muss nur noch importieren und dann habe ich sie drin. Selbst generieren über die Problemtierliste, das heißt, jetzt hier mache ich mal mit der genomischen Untersuchung, wie viele Tiere habe ich im Bereich unter 100 EZG, wie viel habe ich im Bereich über 120 EZG, das gleiche für alle Möglichkeiten oder auch zum Beispiel eine K.O.-Kriterienliste, wie viele Rinder, wie viele Tiere habe ich auf dem Bestand mit irgendwelchen K.O.-Kriterien. Lange Rede, kurzer Sinn. Der große Effekt ist natürlich bei Herde Plus die Kopplung zu den ganzen verschiedenen Anbietern der Systeme. Das ist zum Beispiel natürlich GEA, egal ob Melkstand oder ein Roboter. Das gleiche mit Delaval, sei es Alpro, Delpro, Bomatic, das gleiche. Lili, sehr, sehr beliebt, weil T4C eben keine Schnittstelle hat, eine MEP einzulesen oder auch Hitmeldungen zu machen. Lemmer Fullwood mit Full Expert, Dairy Master. Dann haben wir auch so ein paar Exoten wie E-Tech. Aber die ganzen Brunsterkennungssysteme, die natürlich im Moment sehr, sehr beliebt sind, Firma SCR, beziehungsweise SenseUp, SnackStack, das ist natürlich auch ein Aktivitätsmessungssystem oder beziehungsweise Gesundheitserfassungssystem über einen Boli, Cow-Manager oder SmartBüro, auch das sind beides Systeme, die ihre Aktivität am Ohr haben. Alle diese Sensorsysteme brauchen Daten. Diese Daten können wir über Herde Plus füttern. Alle diese Sensorsysteme liefern Daten. Die können wir in Herde Plus einlesen und dann auch miteinander verbinden. Habe ich zum Beispiel einen Melkstand von Delaval und die Brunsterkennung von SCR, kann ich in Herde Plus beide Daten ranziehen und dann zum Beispiel die Milchmenge aus Alpro oder Delpro und die Fruchtbarkeitsdaten bzw. Brunsten aus der RCR zusammen in Herde Plus zusammenfügen und zusammen auswerten. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil von Herde Plus, die Kombination
der verschiedenen Technikhersteller. Wer da gerne mehr zu wissen möchte, kann gerne auf die Homepage der DSB Akkusoft gehen. Dort gibt es viele hilfreiche Videos und auch Online-Seminare, die wir schon in diesem Jahr abgehalten haben. Dort gibt es auch ab Oktober einen sogenannten Milchtalk. Den kann ich sehr empfehlen. Die im Oktober starten dort eine Seminarreihe mit 6 verschiedenen Referenten, hochkarätigen Referenten. Gerne dort anmelden, dabei sein. Das wird sicher spannend. Damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich habe doch ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel. Sind denn noch Fragen da? Ja, Renke, jetzt in der Tat, jetzt haben wir ein paar Fragen. Und zwar geht es noch mal einiges zum Thema der App. Und eine Frage, momentan wird ja die App getestet, aber kannst du etwas sagen, wann sie kommt, wann die neue App für alle zur Verfügung steht? Ja, die Frage habe ich befürchtet. Im Prinzip muss ich ehrlich sagen, ich habe keine genaue Angabe vom VIT. Das ist ja natürlich der Hersteller der Systeme, der drin. Ich habe noch keine genaue Angabe, wann das kommt. Die geben mir da keine genaue Aussage. Aber ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr alles noch über die Bühne geht. Ich hätte das schon sehr gerne lange gehabt. Aber wie es denn immer ist, was man gerne hat, lässt immer auf sich warten. Ja, deine Antwort lässt auch schon die zweite Antwort oder die zweite Frage vermuten. Und zwar geht es darum, wenn die neue App kommt, wir haben ja noch kein genaues Datum, könntest du schon etwas zu den Kosten sagen? Wird sie kostenlos sein? Nee, also entscheidend ist, dass solche Apps, die verursachen Kosten. Das sind in erster Linie Bereitstellungsgebühren für Android, beziehungsweise auch die Programmierkosten, beziehungsweise die Datenbereitstellungskosten etc. Diese Kosten müssen getragen werden. Und unsere Prämisse ist es so, wir wollen da kein Geld dran verdienen, aber die Kosten müssen gedeckt sein. Und das wird der Preis sein. Wo der Preis jetzt endgültig liegen wird, wage ich noch nicht so genau zu beziffern, weil dann sonst werde ich auch von Ihnen festgenagelt. Aber ich denke schon, dass wir nicht weit von der alten App irgendwo entfernt sein werden. Ja, kannst du dann noch etwas sagen zu den Kosten der jetzigen NetRent-App, gerade wenn ich sie nutze oder auch welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich zum Beispiel auf Papier verzichte, ob das einen Einfluss hat? Natürlich. Das hatten wir schon in dem ersten Webinar. Das Webinar ist natürlich auch noch bei YouTube abrufbar, auf unserem Kanal. Da wird das auch nochmal erklärt. Für einen Betrieb sind die Kosten für die App, die aktuell zu handhaben ist, bei 14 Euro im Monat. Dabei ist es ganz egal, wie viele User sich anmelden. Das heißt, ich kann meine ganze Mannschaft vom Betrieb damit anmelden oder vielleicht noch einen Berater oder Azubis. Das ist ganz egal. Es ist geräteunabhängig. Was kann ich damit machen? In erster Linie ist es natürlich ein Informations- und Erfassungssystem. Das heißt, ich kann relativ schnell Daten erfassen, neben dem Kalb stehen, Geburt melden, beziehungsweise im Stall stehen, bei den Kühen ist irgendwie eine Ohrmarke ausgerissen oder verloren, kann ich schnell Ohrmarke nachbestellen oder eben gucken, was ist mit dem Tier, ist sie 3 Wochen, muss angefüttert werden, muss sie nach Hause geholt werden, kann sie besamt werden, welcher Bulle muss drauf. All die Informationen habe ich dann in der Hosentasche. Wer da noch die App noch nicht hat und nochmal testen möchte, kann sich gerne, ich sage jetzt mal ab morgen, bei der Telefonnummer melden, die auch in der E-Mail hinterlegt ist, dann können wir Ihnen da vielleicht eine Probezeit freischalten, dass Sie das mal testen können. Ja, vielen Dank, Renke. An alle Teilnehmer gibt es noch weitere Fragen. Eine Frage, die uns noch erreicht hat, ist, ob man diese Aufzeichnung natürlich in den nächsten Tagen sehen kann. Ja, kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Wenn Sie noch mal einiges nachlesen möchten, nachhören möchten, nachsehen möchten oder auch einem Familienangehörigen oder einem Azubi dieses Seminar noch mal ans Herz legen mögen, können Sie das gerne machen, dass wir den Kürzer auf unserer Homepage über unseren YouTube-Kanal, über unser Video dort abrufbar sein, dass Sie das dann auch noch in Ruhe sich mal anschauen können und das auch jemand anderen noch empfehlen können, der vielleicht heute keine Zeit hat und nicht daran teilnehmen konnte. Ja, ansonsten gucke ich gerade, haben wir noch weitere Fragen? Aktuell sehe ich nichts. Gebe noch kurz die Möglichkeit. Sind ja zeitlich etwas drüber, aber
Ich denke, das passt noch ganz gut. Ansonsten scheint es so, dass wir keine weiteren Fragen haben. Renke, damit sieht es so aus, dass du es sehr, sehr gut erklärt hast, alles, dass es ja keine weiteren Fragen aufgeworfen hat. Und ich denke, wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn Sie Interesse haben und sagen, Mensch, ich habe da doch noch eine Frage in den nächsten Tagen oder nachher noch eine einfällt, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren, einfach bei uns auf der Hotline, die auch unten angegeben ist, aufrufen oder einfach in den nächsten Tagen noch eine Mail schreiben. Auch das ist natürlich möglich, sodass wir da auch noch auf Fragen eingehen können. Sie können uns aber auch gerne eben anrufen, dann kann man das eine oder andere auch noch besprechen. Ja, es scheinen keine weiteren Fragen reinzugehen. Damit, denke ich, können wir dann auch dieses Seminar beenden. Und wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin auch sehr froh, dass das technisch alles so gut geklappt hat und hoffe, dass Sie ein paar wertvolle Anregungen mitnehmen konnten aus NetRind und auch für Ihre Herdenführung, für Ihre Herdenmanagement einiges mitnehmen konnten. Ja, und damit, denke ich, sind wir dann auch am Ende des Seminars und ich wünsche Ihnen alles Gute, noch einen schönen Abend. Genießen Sie noch den Abend, vielleicht beim Bier oder anderem guten Getränk und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss, auch von mir. Danke.